Hallo und herzlich willkommen zu Frisch aus der Forschung am Mittwoch. Ihr wisst ja schon, dass das Tagesthema heute Klimakommunikation ist. Und wir stellen uns zum Abschluss des Tages die große Frage, ob Klimaschutz denn wirklich ein Kommunikationsproblem ist. Dazu haben wir zwei sehr spannende ExpertInnen heute da. Und die erste kann ich direkt mal vorstellen. Es ist Professor Ellen Mattes. Sie ist Umweltpsychologin an der Universität Magdeburg. Und naja, sie wird uns jetzt mit einem Vortrag beglücken, in das darum gehen wird, dass Klimaschutz eigentlich gar kein Kommunikationsproblem ist. Seid gespannt, bleibt dabei und habt vielleicht schon mal euer mobiles Endgerät dabei, denn auch ihr seid gefragt und könnt an einem Mentimeter teilnehmen und ein paar Fragen beantworten, die Ellen euch während ihres Vortrags stellen wird. Aber dazu später dann nochmal im Detail mehr. Jetzt erstmal ganz viel Spaß. Okay, wunderbar. Und ich kann dann auch direkt übernehmen und darf mein Bildschirm nochmal freigeben oder ist die Präsentation im Hintergrund noch da? Du darfst den Bildschirm nochmal freigeben. Okay, ich gebe den nochmal frei. Okay, wunderbar. Seht ihr das? Okay, klasse. Ja, dann wünsche ich euch einen schönen Nachmittag. Ich finde das ganz großartig. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich hier eingebunden wurde. Und wir hatten auch schon sehr, sehr spannende Vorgespräche. Christian Große und dann noch der Michael Brüggemann, der ja dann später auch noch aus Forschung berichten wird. Wir haben ja schon viele Themen diskutiert und hoffen, dass das für euch auch so spannend ist, wie wir das erlebt haben in der Vorbereitung. Und ich lege jetzt einfach mal los. Und zwar, Klimaschutz ist kein Kommunikationsproblem, so habe ich den Vortrag genannt. Und wohin ich eigentlich hin will, ist, was braucht man denn für die große Transformation, also den umfassenden Umbau unserer Gesellschaft und Ökonomie, aus psychologischer Sicht? Also da möchte ich schon Antworten geben, starte aber erstmal mit der Überlegung, dass Klimaschutz eben kein Kommunikationsproblem ist, um mich am Thema Kommunikation entlang zu orientieren. Warum ist Klimaschutz kein Kommunikationsproblem? Zunächst mal möchte ich euch gleich zeigen, dass Klimaschutz eigentlich im Sinne von Kommunikationsproblem, mangelndes Problembewusstsein, dass das eigentlich gar nicht der Fall ist, zumindest nicht in der deutschen Bevölkerung. Was ihr hier allerdings seht, ist ein Forumsplatz in Nordeuropa, das ist Trondheim auf dem Westforum, eine Diskussionsveranstaltung, auf die werde ich am Schluss der Veranstaltung nochmal zurückkommen. Warum ist Klimaschutz kein Kommunikationsproblem? Als ich mit Christian dieses Thema diskutiert habe, da wurde ich erinnert an ganz viele Gespräche, Diskussionen, die ich schon hatte mit den Students for Future, Scientists for Future und so weiter, weil an die Umweltpsychologie wird immer so die Frage herangetragen, der Klimaschutz ist doch ganz dringend. Also wir haben ja jetzt auch alle die COP verfolgt und wir wissen, dass wir gerade mal 2,4 Grad schaffen und das ist nicht gut. Ja, wir wollten ja eigentlich weit unter 2 Grad bleiben. Also es gibt eine große Dringlichkeit des Klimaschutzes. Und irgendwie kommen wir ja nicht so richtig ins Handeln. Und dann steht da die Annahme dahinter, dass es letztendlich an irgendwelchen psychologischen Barrieren doch liegen muss, dass wir nicht weiterkommen. Und wie könnte man denn anders kommunizieren oder was müsste man den Menschen eigentlich erzählen, damit sie schließlich alle ins Handeln kommen, damit wir ins Handeln kommen? Und aus einer psychologischen Sicht ist es ja so, wir sind ja WissenschaftlerInnen, die sich mit dem Individuum und mit Erleben und Verhalten befassen. Und hier wäre jetzt erstmal die Frage zu stellen, wer ist denn eigentlich mit wir gemeint, damit wir alle endlich ins Handeln kommen? Denn es gibt beim Klimaschutz ja viele wichtige Akteure, Akteurinnen, die Politik, etwa jetzt auf der COP, oder aber auch die an den Sondierungsgesprächen teilnehmen, Koalitionsverhandlungen führen, selbstverständlich auch wir alle als WählerInnen, als aktive BürgerInnen, die Politik mit unterstützen und mit initiieren und letztlich eben auch als die KonsumentInnen. Also da macht es schon Sinn, wenn wir davon sprechen, wer muss hier ins Handeln kommen,
wen wir genau meinen. Und ich würde mal sagen, die BürgerInnen im Sinne von Politikunterstützenden und Konsumentinnen sind es eigentlich nicht. Das möchte ich hier gleich deutlich machen. Dann gibt es noch eine weitere Frage, die sich mir stellt, wenn ich mich damit befassen muss, dass die Umweltpsychologie es irgendwie jetzt richten soll. Nämlich, warum geht es eigentlich um psychologische und damit sind ja meistens gemeint in der Person liegende Barrieren? Also warum muss es am Bewusstsein, am Wissen, am Willen letztendlich liegen und warum muss man da mit irgendwelchen Tricks ansetzen? Vielleicht liegen die Barrieren ja ganz woanders. Auch dazu würde die Psychologie was sagen können. Und eben die relevanten Barrieren, kann man die denn überhaupt mit Kommunikation lösen? Das sind so die Themen, die mich hier bewegen, als ich eingestiegen bin in das Thema und habe hier folgende Antworten zusammengetragen. Und die werde ich gleich berichten und auch ein bisschen tiefer einsteigen. Also einmal, Klimaschutz im Alltag scheitert in der Breite eigentlich nicht am mangelnden Wissen oder Bewusstsein. Das werde ich gleich zeigen, was ich damit meine. Und manchmal bin ich auch damit konfrontiert, als Psychologin wird auch manchmal dazu gefragt, jetzt haben wir ja sehr gravierende Klimarisiken zu befürchten, sollten wir die nicht kommunizieren, um eine stärkere Motivation zu erreichen bei der Bevölkerung. Und hier muss man sehr klug vorgehen. Dazu habe ich auch ein bisschen was mitgebracht, was ich hier zeigen will. Und schließlich ist es so, ich habe mich ja selber damit auch lange beschäftigt, was es gegebenenfalls für Tricks gibt, für Hilfen, um sich selbst oder auch andere zu motivieren, das umzusetzen, was man eigentlich will. Darauf will ich aber nur ganz kurz eingehen, weil ich denke, die Barrieren, die in anderen Bereichen liegen und sozusagen die Perspektive über das Alltagshandeln hinaus, finde ich eigentlich hier viel wichtiger. Und dann möchte ich ganz am Schluss auch noch einräumen, dass natürlich Kommunikation, Bewusstheit, Wissen und damit eben auch Information, Bildung und so weiter wichtig sein kann an verschiedenen Stellen. Und zwar einmal bei den Verhaltensweisen, deren Impact, also deren Klimarelevanz immer noch in der Bevölkerung sehr falsch, also nicht richtig eingeschätzt wird und auch in dem ganzen Bereich, wo es um neues Handeln geht, um neue Technologien, wo wir dann manchmal mit alten Schemata uns dem Thema nähern und dann vielleicht auch zu Fehlschlüssen kommen können. Und schließlich die Verhaltensweisen, wo wir uns nicht hinter Rahmenbedingungen verstecken können, nämlich politische Aktivität. Da werde ich auch noch mal einen Blick drauf werfen, bevor ich dann noch mal resümiere, was aus psychologischer Sicht für die große Transformation mit den vielen Individuen in den vielen unterschiedlichen Rollen, was hier eigentlich nötig ist und was die Psychologie dazu weiß. Okay, dann steige ich jetzt mal ein. Klimaschutz im Alltag scheitert in der Breite nicht am mangelnden Wissen oder Bewusstsein. Was meine ich hiermit? Ich habe mitgebracht hier demoskopische Studien. Was Sie oder was ihr hier seht, das ist eine Zeitreihe. Das Umweltbundesamt führt im Zwei-Jahres-Abstand demoskopische Studie durch und fragt zum Beispiel nach unterschiedlichen innenpolitischen Themen, wie wichtig erscheinen die den BürgerInnen. Das sind dann meistens repräsentative Stichproben, die hier befragt werden. Und was man hier sehr schön sehen kann, ist also zunächst mal, dass bei diesen vielfältigen innenpolitischen Themen der Umweltschutz, der Umwelt- und Klimaschutz relativ weit oben angesiedelt ist, also eine relativ hohe Bedeutung hat. Und was wir hier sehen, ist, dass der Anteil, die Umwelt- und Klimaschutz für wirklich ein sehr wichtiges Problem erachten, zugenommen hat von 2016 von knapp über 50%. Für eigentlich schon waren wir in 2018, glaube ich, schon bei knapp 70%. Ja? Also das ist einfach ein Thema, was über die Jahre hinweg stark an Bedeutung gewonnen hat. Jetzt im Corona-Jahr, die Erhebung 2020 sieht ein bisschen anders aus. Wir haben selber auch im Corona-Jahr mit den gleichen Fragen auch erhoben, weil uns da ein paar Veränderungsüberlegungen interessiert haben. Und wir haben also nicht nur angeguckt, ist den Leuten das wichtig, ist den Leuten das sehr wichtig, sondern wir haben auch die mit reingenommen, denen es wichtig ist.
Und hier kann man zeigen, wenn man auch noch die Leute berücksichtigt, die sagen, also es ist mir eher wichtig, ja, im Vergleich mit den anderen Themen, dass, wenn wir das hier noch mit einbeziehen, dann kommen wir auf sehr stabilen 90% in der Bevölkerung. Ja, also da kann man eigentlich nur daraus ableiten, das Thema Klimaschutz ist sehr solide verankert in der Wahrnehmung der Bevölkerung. Und was man hier auch noch mal anschauen kann, ist, bedeutet das jetzt mehr als ein reines Problembewusstsein, sondern hat das auch mit Politikunterstützung was zu tun? Und was man hier sehr schön sehen kann, ist, dass eben auch bei der Politikunterstützung, wenn man sich diese grünen Balken anschaut, das sind ja die, die das sehr wichtig und eher wichtig erachten. Ne? Das sind ja wirklich große Mehrheiten, die wir hier sehen, die eben auch so befürworten wie besonders klimaschädliche Produkte zu verbieten, also stark regulierend einzugreifen, Ölheizungen zu verbieten, Produkte zu verteuern oder eben klimaschädliche Subventionen abbauen, Steuerbefreiung für Flugbenzin aufzugeben. Große, große Mehrheiten sehen wir hier. Okay. Gut, also das wäre auf der Makroebene, auf der gesellschaftlichen Ebene betrachtet, kann man wirklich sagen, Klimaschutz ist im Bewusstsein der Bevölkerung angekommen und fest verankert. Was man aber gleichzeitig sagen muss, jetzt aus einer psychologischen Perspektive, wo wir uns dafür für korrelative Zusammenhänge interessieren. Also wenn jemand eine hohe ökologische Motivation hat, hat er auch dann auch eine höhere Wahrscheinlichkeit, sich im Alltag umweltfreundlich zu verhalten. Da müssen wir das viel differenzierter betrachten und was ich hier mitgebracht habe, das ist eine Zusammenschau von unterschiedlichen Studien und was man eigentlich über mehrere Jahre hinweg immer wieder gefunden hat, ist, dass beim Thema Recycling, da kann man eigentlich sagen, dass so etwas wie eine ökologische Motivation sich ziemlich gut im tatsächlichen Handeln niederschlägt. Aber wenn wir zu so etwas kommen wie, was da unten steht, Investition in eine PV-Anlage, dann gibt es da eigentlich kaum einen Zusammenhang. Das heißt, nach Verhaltensbereichen ist das sehr unterschiedlich, wie stark sich dann das Umweltbewusstsein auch tatsächlich durchsetzt. Und woran könnte das liegen? Und da gibt es auch eine ganze Reihe von psychologischen Studien, die zeigen, dass einfach für bestimmte Verhaltensbereiche ganz unterschiedliche Faktoren mit relevant werden. Also beim Recycling habe ich ja schon gerade gezeigt, da hat man eben einen großen Zusammenhang zu einer ökologischen Motivation, zu Umweltbewusstsein oder zu entsprechenden persönlichen Normen. Was sind mögliche andere beeinflussende Faktoren, die dann eben auch mit drauf einwirken, dass eine Investition in eine PV-Anlage, dass es da keinen guten Zusammenhang gibt zwischen der ökologischen Motivation. Hier sind halt andere Faktoren wie beispielsweise monetäre Kosten oder auch Verhaltenskosten der Informationsbeschaffung, Aufwand, so etwas überhaupt für sein eigenes Haus in Gang zu setzen oder wie viele von euch hier, man hat überhaupt kein eigenes Haus, dann kann man das ja gar nicht. Weitere psychologische Konstrukte in einer Reihe von Studien, konkurrierende Werte, soziale Erwartungen, Status spielen auch immer noch mit rein. Und dann als so eine Art Schlüsselvariable auch Gewohnheitsbildung, da habe ich selber viel zu geforscht. Das ist so die Annahme, dass im Grunde genommen unsere Verhaltensweisen auch stark automatisiert sind, also sozusagen auch eine Handlungsplanung relativ assoziativ abläuft. Wenn ich einen bestimmten Freund besuche, benutze ich eigentlich immer das Auto oder wenn ich zum Sport fahre und die Sporttasche dabei habe, dann nehme ich eigentlich immer das Auto. Und dass eben solche starken Automatisierungen oder starken Assoziationen dann auch Verhaltensänderungen blockieren können. Also das sind jetzt Beispiele dafür, was Alternativen sind, die erklären könnten, warum wir uns mehr oder weniger konkret in unterschiedlichen Verhaltensbereichen ökologisch oder nicht ökologisch verhalten. Also es ist nicht nur das Umweltbewusstsein. Jetzt abschließend nochmal der Blick in eine Studie von KollegInnen aus der Schweiz, Rudra Enzler und Andrea Stiegmann. Und die haben an einer großen Haushaltserhebung in der Schweiz, ich glaube es sind 5000 Haushalte, haben die tatsächlich
so konkret nach bestimmten Aktivitäten und Verbräuchen gefragt, dass sie tatsächlich die Treibhausgase aus verschiedenen Alltagsbereichen erheben konnten. Und das haben sie mit Umweltbewusstsein in Zusammenhang gebracht. Und was man hier sehr schön sehen kann, ist, dass zum Beispiel Treibhausgasemissionen aus dem Bereich Ernährung, da haben sie hier für die Schweizer Bevölkerung eigentlich einen relevanten Zusammenhang gefunden, also von Punkt 2,7. Das ist eigentlich ganz, ganz okay dafür, dass es da um objektivierbare Zahlen geht. Dann gibt es noch einen Zusammenhang im Bereich Treibhausgasausstoß im Bereich der Mobilität. Dazu gehören auch Reisen, Flugreisen. Aber die großen Sektoren, die eigentlich, das sehen wir auch noch später, sehr treibhausgasrelevant sind, also allgemein der Konsum oder auch der ganze Bereich Wohnen, also Heizen, Strom, scheint relativ wenig mit Umweltbewusstsein zu tun zu haben. Vielleicht auch noch ganz interessant, oben gibt es noch einen guten Zusammenhang zwischen dem selbstberichteten, einfachen Umwelthandeln, also so etwas wie Recycling, was jetzt nicht unbedingt direkt mit Treibhausgasemissionen zu tun hat, aber eben auch in den Kreis von Umweltverhalten zählt. Da findet man auch eine ganz gute Korrelation. Wenn man das Einkommen jetzt hinzuzieht, dann sieht man, dass die Zusammenhänge vom Einkommen sehr viel stärker sind in manchen Bereichen, zum Beispiel bei der Mobilität, und zwar so, dass das Einkommen ein Treiber ist für Treibhausgasemissionen im Mobilitätsbereich und eben auch ein Treiber ist für Treibhausgasemissionen im Bereich Wohnen. Und wir sehen, dass es hier zum Bereich Ernährung dann eine Nullkorrelation gibt und auch eigentlich keine Korrelation zu anderen Formen des selbstberichteten Umwelthandelns. Aber gerade im Bereich Wohnen und Mobilität spielt Einkommen eine Rolle, und zwar in dem Sinne, dass je mehr Einkommen, desto höher sind die Treibhausgasemissionen. Okay, bevor ich jetzt zusammenfasse, gibt es eine kleine Mentimeter-Aktion. Da möchte ich euch darum bitten, hier was auszufüllen. Und zwar stellt euch vor, stellen Sie sich vor, das sind so in etwa auch korrekte Daten, 60% der Menschen in Deutschland nutzen auch für relativ kurze Fahrten, zum Beispiel 10 Kilometer ins nächste Zentrum zur Arbeit, Besuch von Freunden, das Auto als Selbstfahrerin oder als Mitfahrende. Und dann würde ich euch bitten, dass ihr euch entscheidet, was glaubt ihr, sind die passenderen Gründe hier? Das sind zwei Kategorien, A und B. Das ist vermutlich nicht einfach, sich hier zu entscheiden, aber ich würde euch bitten, relativ kurz das mal zu checken und zu sagen, liegen die eher in der Person oder liegen die Gründe eher in den Kontextbedingungen? Also Kontextbedingungen, es muss oft schnell gehen, es ist irgendwie kompliziert, manchmal ist das Rad nicht funktionstüchtig, es kostet zu viel und so weiter, es ist manchmal zu viel zu transportieren. Das wären also externe Gründe, Kategorie A, oder aber Gründe, die stärker in der Person liegen, wie die Personen wissen wahrscheinlich nicht genug über die Bedeutung von CO2-Emissionen oder sie haben zu schwaches Umweltbewusstsein oder aber haben so ein starkes Statusdenken. Also bitte entscheidet euch zwischen A und B. Also denkt an, 60% der Menschen in Deutschland nutzen für relativ kurze Fahrten das Auto als Selbstfahrerin oder als Mitfahrende. Für welche Kategorie würdet ihr euch eher entscheiden? Genau, und ich erkläre vielleicht hier gerade aus dem Off noch ganz kurz, wie das mit dem Mentimeter technisch funktioniert. Also ihr solltet jetzt einen Link eingeblendet sehen, irgendwie im unteren Bereich eures Bildschirms, und dann könnt ihr dieses Mentimeter öffnen, wenn ihr diesen Link in euren Browser eingebt, und könnt da dann abstimmen, und ihr kommt erstmal auf so eine Landingpage und dann könnt ihr selbstständig unten auf Weiter klicken und kommt dann eben zu der Frage. Und ja, könnt da mal eure Eindrücke dalassen. Und ich sehe, das schaffen die meisten auch schon. Soll ich schon mal so einen Vorgeschmack geben, wie die Tendenz ist? Ja. Also sehr viele nehmen an, dass eher so die Gründe bei A zutreffen. Also dass es oft schnell gehen muss, die ÖPNV-Kosten zu hoch sind. Im Moment steht das Ganze bei 82%, 83 jetzt.
zu 17%. Da schwankt es auch so ein bisschen, also eine 80-20-Verteilung. Aber die allermeisten glauben, wie gesagt, dass die Gründe bei A eher die relevanten sind als jetzt mangelndes Wissen über die Bedeutung von CO2-Emissionen oder zum Beispiel Statusdenken. Okay, da bin ich beeindruckt. Finde ich großartig. Das ist eine sehr psychologische Betrachtung dieser Thematik. Dann würde ich jetzt vorschlagen, die zweite Frage zu beantworten. Nämlich, jetzt würde ich euch bitten oder Sie bitten, sich daran zurückzuerinnern, wie denn die Situation war das letzte Mal, dass Sie ein Auto für eine Fahrt mindestens 5 Kilometer benutzt oder mitbenutzt haben. Also wichtig ist, Voraussetzung ist, da muss eine Pkw-Verfügbarkeit, eine gute Pkw-Verfügbarkeit vorliegen. Ne? Und wie würden Sie jetzt jemand anders erklären, warum Sie da bei dieser Gelegenheit das Auto benutzt haben und sich dann auch da nochmal entscheiden für die Kategorie A oder für die Kategorie B? Auch da gebe ich mal wieder ein bisschen Zeit zum Abstimmen, aber das ist tatsächlich jetzt schon noch eindeutiger Okay. und auch, glaube ich, sehr ehrlich, wenn ich da auch an mich selbst denke persönlich. Also da sagt die bis jetzt, also 100% sagen bis jetzt, dass es oft schnell gehen muss und die ÖV-Nutzung für diese Strecke zu kompliziert war oder das Rad nicht funktionstüchtig war und diesen ganzen Katalog an Gründen. Und bis jetzt hat noch tatsächlich niemand mangelndes Wissen über die Bedeutung von CO2-Emissionen hier zugegeben oder angebracht. Am dritten Tag der Public Climate School, ja, ist das hoffentlich auch nicht mehr so. Ach, jetzt hier 1-2% ist es dann doch nach oben gegangen, wenn man es genannt hat, aber immer noch bei jetzt 95% für Option A. Danke, dann mache ich jetzt auch einfach weiter im Vortrag, weil was ich jetzt zeigen wollte mit diesen beiden Abfragen und vielen herzlichen Dank, dass Sie da mitgemacht haben, ist, dass wir, das nennen die PsychologInnen den Attributionsfehler der ersten Art. Dazu gab es Forschung schon vor 50, 60 Jahren. Und zwar finden wir eigentlich, dass wenn wir das Verhalten von anderen Menschen erklären, sehr viel stärker auf innere Gründe uns beziehen, also auf so etwas wie mangelndes Bewusstsein oder mangelndes Wissen oder im Diskurs fällt ja auch manchmal der Begriff Bequemlichkeit, ja, als wenn wir unser eigenes Verhalten erklären, wo wir sehr viel stärker die ganzen situativen Rahmenbedingungen und Beschränkungen reflektieren. Und wenn das so ist, und das zeigt sich ja auch in unserer Befragung, also zunächst mal finde ich super, dass ihr sehr stark die Rahmenbedingungen, die situativen Bedingungen hier geframed haben. Aber selbst hier sieht man ja noch den Attributionsfehler, wenn es darum geht, das eigene Verhalten zu erklären, beziehungsweise umgekehrt das Verhalten der anderen zu erklären. Also diese internen Gründe sind einfach stärker, wenn ich das Verhalten der anderen versuche zu erklären. Und das ist eben auch eine Erklärung dafür, dass wir immer wieder in den Diskursen beim mangelnden Bewusstsein, mangelnden Wissen oder bei Bequemlichkeit landen, weil wir über die anderen Menschen sprechen. Ja? Wohingegen wir, wenn wir über uns selbst sprechen, uns sehr schnell einig würden, dass es ganz viele problematische Rahmenbedingungen gibt. Das war mir wichtig, hier nochmal herauszuarbeiten. Vielen Dank fürs Mitmachen. Und jetzt nochmal die Zusammenfassung zu dieser ersten Aussage, die ich hier auch empirisch und durch Studien unterlegen wollte. Klimaschutz im Alltag scheitert in der Breite nicht am mangelnden Wissen oder Bewusstsein. Allerdings ist der Zusammenhang von Wissen und Bewusstheit mit tatsächlichem Handeln eher gering und eben auch unterschiedlich von Verhaltensweise zu Verhaltensweise. Und eine psychologische Erklärung dafür ist, dass wir komplexen Handlungsbedingungen unterliegen, die es vielen Menschen in vielen Handlungsbereichen nicht ermöglichen oder nicht nahelegen, in Übereinstimmung mit ihrem eigenen Problembewusstsein zu handeln oder eben auch in Übereinstimmung mit dem gesellschaftlichen Problembewusstsein zu handeln, was ja sehr ausgeprägt ist.
Mangelndes Umweltbewusstsein spielt manchmal eine Rolle, wird allgemein überschätzt. Und ich habe jetzt, ich hoffe, dass Sie da die Erfahrung nochmal rekapitulieren, was wir gerade gemacht haben zum Attributionsfehler. Das kann zum Beispiel daran liegen, dass wir grundsätzlich die Rolle von internen Faktoren zur Erklärung von Handeln überschätzen bei anderen. Und real, das zeigen ja die Studien von Bora, Enzler, Diekmann und so weiter, gibt es eigentlich viele Faktoren, die hier reinspielen, wie zum Beispiel mangelnde Handlungsmöglichkeiten, die Rahmenbedingungen verzerren das eigentlich monetär, es gibt keine Warenpreise, beziehungsweise soziale Normen sind auch manchmal eben gerade nicht unterstützend für das ökologische Handeln. Gut, dann möchte ich jetzt noch auf das Thema Kommunikation von Klimawandelrisiken eingehen. Da ergibt sich ja immer wieder die Frage, auch Greta Thunberg hat das ja sehr stark gemacht und hat sich ja gewünscht, dass eigentlich müssten wir panisch sein, ja, angesichts dieser immensen Bedrohung. Und vor dem Hintergrund die Frage, also wäre das gut, wenn wir panisch wären? Und aus einer psychologischen Perspektive muss man sagen, dass Bedrohungskommunikation, man macht das ja zum Beispiel im Bereich der Gesundheitskommunikation und der gesundheitlichen Prävention, wie viel Sinn macht es, hier stark Bedrohung und die aktuellen Gefahren ins Feld zu führen? Also ich will jetzt dem nicht widersprechen, dass es ganz wichtig ist, das Wissen, was unsere Gesellschaft hat, auch angemessen zu kommunizieren und die Bedrohlichkeit auch korrekt zu kommunizieren. Aber die Frage ist, kann ich damit Menschen zu stärkerem Handeln motivieren? Und da gibt es eine Reihe von Studien, die eben nahelegen, dass man das sehr differenziert betrachten sollte. Zum Beispiel hier, das ist ein Bild aus einer Kampagne vom WWF. Ich bin dein Plastikmüll. Ja. Die Frage ist, kann das helfen, Menschen dazu zu motivieren, Plastik zu vermeiden oder bei Aktionen mitzumachen? Und was man eigentlich finden kann, ist, dass das helfen kann, wenn Handlungsmöglichkeiten mitvermittelt werden und wenn auch Selbstwirksamkeit mitvermittelt wird. Darauf gehe ich gleich noch ein. Also was man hier sieht, das WWF, vermittelt auch Handlungsmöglichkeiten. Hier zum Beispiel, das sind Materialien für SchülerInnen. Und da steht nicht nur drin, was alles am Plastikmüll schlimm ist und wie viele Tiere daran verenden und so weiter, sondern die SchülerInnen können dann auch aktiv werden, Aufräumaktionen mitgestalten, Projekte zur Vermeidung von Plastikmüll im Meer sich daran beteiligen oder grundsätzlich bei der WWF-Jugend aktiv werden, in der Schule was machen und so weiter. Was hier jetzt noch fehlt, aus psychologischer Sicht, wäre etwas, was die Wirksamkeit, die Selbstwirksamkeitserwartung noch betont. Selbstwirksamkeitserwartung bedeutet die Erwartung an mich selbst oder auch an die Gruppe, zu der ich mich gehörig empfinde, dass die tatsächlich auch einen Beitrag zur Problemlösung leisten kann. Und wenn man jetzt hier noch so etwas aufführen würde, wie in jeder zweiten Stadt gibt es bereits Initiativen, bei denen du mitmachen kannst. Gemeinsam haben wir schon 580 Tonnen, ja, das ist eine Fantasiezahl, Plastikmüll verhindert. Ja, das wäre noch eine Aussage, die stark vermitteln würde, es passiert schon was, du bist nicht allein, du schließt dich einem Projekt an, was eine große Erfolgsaussicht hat. Also das wäre noch wichtig, um Menschen tatsächlich aus der Bedrohung ins Handeln zu bringen. Ich will nicht verschweigen, dass es auch negative Wirkungen geben kann, wenn man mit Bedrohungsszenarien arbeitet, also vor allem, wenn man als Bedrohungsszenario nimmt, problematisches menschliches Verhalten. Also es hat hier in den 80er Jahren gab es Keep America Beautiful, eine Kampagne in den USA. Und da war eben ein Element, dass ein Indianer durch die wunderbare nordamerikanische Landschaft zog. Und dann zoomte man raus aus der Situation und sah, dass diese Landschaft nicht unberührt war, sondern vermüllt, ja, dass da jede Menge Müll lag. Und
Hier sieht man dann links, der Indianer verdrückt eine Träne, also ist betroffen. Und was hier der Kollege Cialdini, ein Kommunikations- und Konsumforscher in den USA auch zeigen konnte, oder Persuasionsforscher, war, dass man im Grunde hier leider problematisch die problematische Norm mitvermittelt hat. Es ist eigentlich normal, dass überall Müll herumliegt. Ja? Also auch dessen muss man sich bewusst sein, wenn man etwas zeigt, dass man damit auch verstärkt den Eindruck der Normalität. Ja? Das sollte man ebenfalls mit bedenken bei der Nutzung solcher Szenarien. Also, Bedrohungsszenarien können tatsächlich helfen, die Leute auch ins Handeln zu bringen, wenn Handlungsmöglichkeiten und Selbstwirksamkeit vermittelt werden. Und man sollte vermeiden, eben deskriptive Normen von einem problematischen Verhalten zu vermitteln. Und auch dann ist es allerdings so, dass tatsächlich die Vermittlung von Informationen eben dazu führt, dass Menschen besser informiert sind. Das ist ja auch wichtig, dass sie dann auch tatsächlich ins Handeln kommen. Dazu braucht es dann noch ein bisschen mehr. Okay, jetzt würde ich mich nochmal den Tricks zuwenden, die ich ja auch versprochen hatte. Es gibt Tricks, sich selbst zu motivieren oder eben auch andere. Und es gibt ja selbstverständlich diese psychologischen Barrieren in uns selbst. Und es lohnt sich vielleicht auch, darüber kurz nachzudenken, bevor wir dann wieder zu den großen Rahmenbedingungen gehen. Also wenn wir zum Beispiel künftig weniger reisen, weniger Fleisch essen, kein Einweggeschirr nutzen, weniger Heizenergie nutzen wollen. Wie können wir dann ansetzen an diesen Faktoren, die ich gerade schon mal gezeigt habe, die relevant sind für unterschiedliche Verhaltensweisen? Die ökologische Norm, die ist ja vorhanden. Sonst würdet ihr ja jetzt nicht gerade vom Bildschirm sitzen. Also, dann kann man eben an den Kosten, an den Rahmenbedingungen ansetzen, an den Werten, an den sozialen Erwartungen und auch an der Automatisierung, also an der Gewohnheitsbildung, indem man zum Beispiel sich selbst erstmal gute Rahmenbedingungen schafft, also sein Rad erstmal in Schwung bringt, beziehungsweise das Auto vielleicht gleich abschafft, um sich diese Alternative sozusagen überhaupt nicht mehr, sich selber anzubieten, beziehungsweise es gibt ja noch andere Alternativen, um die Erfahrung zu machen, wie man ohne Auto auskommt, ein Lastenrad gemeinsam anschaffen und so weiter. Man kann dann bei den konkurrierenden Werten, sozialen Erwartungen, Status ansetzen, indem man sich vernetzt, Thema Ernährung, Rezepte austauschen, gemeinsam kochen oder aber auch die Werte, die man hier verfolgt, also Minimierung von Tierleid und eben CO2-Äquivalenten, dass man das einfach, dass man Bilder von sich, von den erreichten Zielen postet, ja, damit kann man sozusagen sich auch selbst eine soziale Umgebung schaffen, die einen selbst unterstützt. Und bei der Gewohnheitsbildung ist das so, da geht es ja darum, automatisierte Assoziationsketten zu unterbrechen. Und das kann man auch sehr schön durch Erinnerungshilfen. Ja, zum Beispiel, wer hat nicht den eigenen Becher schon mal vergessen und wollte dann trotzdem Kaffee trinken? Also wie kann man sich dabei unterstützen, sich an solche Kleinigkeiten zu erinnern? Auch da sind viele Tipps denkbar. Okay. Ah ja, und das ist eben auch noch die Sache, wenn man die eigenen Handlungsbedingungen, die Rahmenbedingungen verändert, dann hat man auch einen guten Effekt auf die Ermöglichung der Entstehung neuer Gewohnheiten, ja, weil die eben stark mit der Situation assoziiert sind. Wenn man die Situation hier verändert stark, dann hat man viel bessere Chancen auf Automatisierung zu überwinden. Aber das habe ich jetzt auf das Private beschränkt. Ich will das nochmal zusammenfassen. Klimaschutz im Alltag scheitert eigentlich nicht am mangelnden Wissen oder Bewusstsein. Klima oder Kommunikation über Klimawandelrisiken muss man einfach gut bedenken. Was sollte man mitkommunizieren, um die Menschen nicht zu demoralisieren und sie nicht als handlungsohnmächtig sich empfinden zu lassen? Wenn man bei sich selber erstmal anfangen möchte, finde ich, ist eine gute Idee, dann gibt es natürlich psychologische Tricks, sich selbst zu motivieren. Ich würde aber davon abraten, andere Menschen damit zu belästigen, wenn die vielleicht gar nicht das Ziel haben, sich hier zu verändern.
Jetzt kommen wir zu den Verhaltensweisen, bei denen Bewusstsein vielleicht doch etwas wichtiger ist. Und das sind eben einmal die Verhaltensweisen, deren Impact, also deren Klimarelevanz, nicht korrekt eingeschätzt wird. Und das kann sein, weil der Stand der Wissenschaft sich da einfach verändert. Ja, also Thema CO2-Fußabdruck, Lifecycle Assessment, ökologischer Rucksack, das sind ja alles Konzepte, als ich angefangen habe zu studieren, gab es die noch gar nicht. Ja, also da entwickelt sich einfach ein Wissen, was Menschen noch gar nicht wissen können, für die es aber handlungsrelevant wäre. Oder aber es entwickeln sich ganz neue Praktiken, neue Technologien, über die wir einfach zu wenig wissen und die wir versuchen, mit alten Kategorien zu begreifen. Und da entgeht uns etwas. Also auch das wäre ein Ansatzpunkt für Kommunikation, für Bewusstsein, für Wissen. Und schließlich die Verhaltensweisen, die tatsächlich stark mit unserem Bewusstsein und mit der wahrgenommenen Ernsthaftigkeit eines Problems korrelieren, nämlich unsere Bereitschaft, uns politisch zu engagieren und eben auch Politik zu unterstützen. Jetzt gibt es nochmal eine Mentimeter-Frage. Hier geht es um CO2-Äquivalente. Und ich möchte gerne, dass Sie für sich einschätzen, dass ihr für euch einschätzt, ich meine, wir stellen uns mal vor, wenn wir tatsächlich bis 2030 irgendwie 65% CO2 reduzieren wollen, auch jeder Einzelne, dann müssen wir ja ein bisschen vorankommen und wahrscheinlich eine Tonne in 2 Jahren schaffen. Ja? Wie könnte uns das gelingen? Also hier ist die Frage, wodurch könnte man die erste Tonne schaffen? Ja, vielleicht schon direkt im ersten Jahr. Also sollten uns ja ambitionierte Ziele stecken. Und da wäre eben die Frage, den weitgehenden Verzicht auf Fleisch, Reduktion der Temperatur, also der Heizungstemperatur um 1 Grad, Umstieg auf CO2-freien Strom, CO2-Kompensationszahlungen in Höhe von etwa 30 Euro. Also das heißt, man unterstützt ein Projekt irgendwo anders auf der Erde, wo dann sozusagen mit diesen Mitteln CO2 eingespart werden kann. Oder ist es vielleicht sogar so, dass eigentlich nur alle Maßnahmen, die aufgeführt sind, gemeinsam tatsächlich eine Tonne bringen könnten? Und das heißt, Sie können sich jetzt frei entscheiden, es ist nur eine Antwort richtig. Da kommen auch schon Antworten rein. Ich hätte bei Mentimeter eigentlich manchmal gerne die Wer wird Millionär-Musik im Hintergrund zur Verfügung. Und es sieht nach einem ziemlich gespaltenen Bild aus. Also am populärsten ist derzeit mit 31% der abgegebenen Stimmen der Umstieg auf CO2-freien Strom. Direkt danach kommt die Option, nur alles zusammen ist ausreichend, mit 25%. Dann teilen sich der weitgehende Verzicht auf Fleisch und die Reduktion der Heizungstemperatur den dritten Platz mit circa 16%. Es schwankt so ein bisschen, weil immer noch Leute abstimmen. Und auf dem letzten Platz sind die CO2-Kompensationszahlungen in Höhe von 30 Euro. Genau, okay. Gerade hat das Fleisch übrigens noch die Heizungstemperatur überholt. Ah, wunderbar. Also ich kürze es mal ab. Also wir haben diese Werte recherchiert, zusammen mit Umweltwissenschaftlern, jetzt bezogen auf Durchschnittsdeutsche, weil selbstverständlich kann in der individuellen Situation das auch immer mal anders sein. Wer sehr viel Fleisch und Milchprodukte isst, der kann natürlich in dem Bereich viel erreichen. In der Tat ist es auf Durchschnittsdeutsche bezogen, ist es eher eine halbe Tonne beim Verzicht auf Fleisch und auch beim Umstieg auf CO2-freien Strom. Das sind also tatsächlich hier auch die stärksten Aktionen, die wir machen könnten. Am allerstärksten ist es eigentlich im Moment noch, tatsächlich Kompensationszahlungen zu leisten. Vorausgesetzt natürlich, man macht das in einem Regime, das auch tatsächlich dafür sorgt, dass mit dem Geld an anderer Stelle auf unserem Globus CO2-Emissionen eingespart werden. Das war jetzt eigentlich die Einleitung zu Wissensdefiziten im Bereich Carbon Footprint. Jetzt sehe ich gerade, dass wir eigentlich schon weit fortgeschritten sind in der Zeit. Wie viele Minuten habe ich denn noch, Christian? Also gerne noch so ungefähr 6 bis 8 Minuten, würde ich vorschlagen. Okay.
Ja. allerhöchstens 10, Ja, aber okay. wie gesagt, wir haben ja ein bisschen Puffer durch die Ja. Fragen auch zur Verfügung. Vielleicht sage ich das jetzt. Ich hätte es eigentlich in der Zwischenmoderation gemacht, aber wenn ihr sowieso alle gerade noch Mentimeter offen habt, schaut mal unten. Ihr könnt auch das Q&A öffnen und wenn ihr noch Fragen an Ellen habt oder später auch an Professor Brüggemann, an Michael, dann könnt ihr die jetzt schon mal eintippen. Dann sparen wir am Ende ein bisschen Zeit und haben die Fragen schon mal zur Verfügung. Und jetzt würde ich sagen, so 10 Minuten allerhöchstens. Na wunderbar, ob das schaffe ich locker. Perfekt. Was war jetzt der Einstieg in das Thema, dass wir vielleicht die Relevanz der eigenen Verhaltensweisen in unserem Alltag gar noch nicht richtig einschätzen? Ich hoffe, ihr habt da ein bisschen Erfahrung schon mitgemacht. Das ist der Klimaktiv, das ist ein CO2-Fußabdruckrechner, den das Umweltbundesamt zum Beispiel anbietet auf seiner Homepage. Und was man hier sieht, ist das Heizung, Strom, also der Bereich, den wir kaum mit unserem Umweltbewusstsein beeinflussen konnten. Das zeigt ja die Studie aus der Schweiz, dass das einen sehr großen, ne, nämlich 2,5 Tonnen CO2-Emissionen oder beziehungsweise Äquivalente ausmacht. Mobilität ist sehr relevant. Und hier sieht man eben auch, die Ernährung ist besonders relevant, wird von vielen Menschen unterschätzt. Und hier sieht man auch tatsächlich, dass solche interaktiven Informationsformate auch was bringen. Wir haben nämlich selber mal mehrere Fokusgruppen durchgeführt und das sind jetzt insgesamt 15 Menschen, mit denen wir sehr intensiv den Klimaaktiv auch genutzt haben. Und was man hier sehr schön sieht, ist gerade, dass der Bereich der Ernährung, dass da die Option, hierdurch durch Veränderungen zu CO2-Reduktion zu kommen, tatsächlich nach der Nutzung des Klimaaktivs sehr viel deutlicher eingeschätzt wurde. Ja, also hier sieht man tatsächlich dieses interaktiven Lernen, wenn man den eigenen Fußabdruck exploriert, der bringt was. Ja. Was man leider auch sieht, was hier mit Thema war in dieser Studie, wenn man das jetzt mal kategorisiert nach so Verzichtsverhaltensweisen, also weniger Heizung runterdrehen, dieses oder jenes weniger machen, was ja gute Strategien sind, dann sieht man, dass aber in dem Bereich Investition oder Deinvestition eigentlich überhaupt nichts passiert durch den Klimaaktiv. Und das ist deswegen schade, weil gerade in diesen Sektoren Wärme im eigenen Haushalt, also damit verknüpft eben Wärmedämmung, Veränderung des Mobilitätsverhaltens, vielleicht Abschaffung des Autos oder Umsteigen auf ein Wagen, der überhaupt keine CO2-Emissionen mehr hat. All dies ließ sich durch den Klimaaktiv gar nicht verändern. Das zeigt nochmal, wie wichtig es ist, hier nochmal psychologisch genauer zu gucken, woran liegt es da denn? Ich denke, das überspringe ich mal kurz. Ist mir nur wichtig zu erzählen, dass gerade bei neuen Technologien es wichtig ist zu verstehen, wenn man die mit den alten Kategorien begreift, dann passieren da Missverständnisse, zum Beispiel die sogenannte Reichweitenangst. Dazu haben wir eine Studie durchgeführt. Die führt dann eben auch zu Fehlentscheidungen. Ja. Was ich noch wichtig finde und was ich jetzt nicht überspringen möchte, ist die Betrachtung von Verhaltensweisen, wo man sich nicht hinter den Rahmenbedingungen verstecken kann, nämlich politische Aktivität. Und da habe ich auch noch mal die Ergebnisse von zwei Studien hier mitgebracht. Wir haben ja eben gesehen, dass die Zusammenhänge von Umweltbewusstsein, von der persönlichen Norm, von Werten, NEP, das ist das New Environmental Paradigm oder New Ecological Paradigm, das ist so eine Naturschutzorientierung, dass die im Grunde genommen mit Alltagsverhaltensweisen jetzt nicht so stark korrelieren, am höchsten noch mit so etwas wie beteilige ich mich am Recycling. Aber die Korrelation ist noch höher, wenn man sich mit Unterstützung von Klimapolitik befasst. Also eine Studie, die wir letztes Jahr durchgeführt haben, da haben wir uns tatsächlich dafür interessiert, wer unterstützt denn letztendlich einen CO2-Preis? Wer findet, ist das eine gute Sache? Und dann haben wir eben eine ganze Reihe von Variablen da eingespeist, unter anderem auch, wie stark sind die Leute dann auch selber davon betroffen? Ja? Bedeutet das für Sie eher etwas Negatives oder etwas Positives? Ja, wie interpretieren Sie das? Und was man hier sieht, ist, dass eigentlich überwältigend stark eine ökologische Orientierung hier für die Unterstützung
des CO2-Preises sorgt. Also hier haben wir auf jeden Fall eine hohe Korrelation von Bewusstsein bei der Unterstützung von Klimapolitik. Und ich finde, das ist ein wichtiger Befund, weil genau das brauchen wir ja eigentlich auch für eine Transformation. Dann nochmal zurück, der Blick nach Norwegen, nach Trondheim, da habe ich ja selber mal gelebt. Und diese Menschen haben hier auf dem Westforum vor dem Nidarosdom diskutiert. Und ganz viele haben geäußert, dass sie sich nicht gut dabei fühlen, in ihrem Alltag sich nicht klimagerecht zu verhalten. Also die Norweger fliegen ja auch viel, die liegen ja auch so ein bisschen am Rande von Europa. Und was aber auffällig ist, keiner bei dieser Diskussion sagt, ich habe aber die falsche Partei gewählt, ja, bei der letzten Wahl. Oder ich unterstütze nicht die, oder ich bin zu bequem, um sozusagen jeden Freitag mit auf die Straße zu gehen. Ja, das fand ich sehr, also vor dem Hintergrund, dass im Storting in Norwegen gibt es, glaube ich, nur 2 Sitze für die Grünen. Ja, darauf wollte ich nochmal hinweisen. Es ist so selbstverständlich, sich dafür zu schämen, dass man im Alltag etwas nicht macht, obwohl die Rahmenbedingungen eigentlich nicht immer unterstützend sind. Aber gleichzeitig da, wo es eigentlich gar keine Rahmenbedingungen gibt, nämlich beim Wählerverhalten, beim politischen Engagement, ja, da akzeptieren wir, dass viele sich nicht beteiligen und ihr Bewusstsein hier nicht in Handeln umsetzen. So, und jetzt nochmal abschließend aus einer psychologischen Perspektive betrachtet, was brauchen wir denn für die große Transformation? Große Transformation, also die umfassende oder Veränderung unserer Gesellschaft, unseres Wirtschaftssystems, sodass wir von den fossilen Brennstoffen schnell wegkommen und dabei eben auch noch Dinge berücksichtigen wie globale Gerechtigkeit und so weiter. Also da ist einmal festzuhalten, dass wir eigentlich das in ganz vielfältigen Rollen tun können. Also wir sind nicht nur als KonsumentInnen gefordert. Dieser Eindruck entsteht manchmal, aber wir sind ja auch BürgerInnen, wir sind Engagierte, wir sind UnterstützerInnen. Das, denke ich, ist wichtig, hier einmal zu kommunizieren. Und da gibt es auch Gruppen, die eigentlich einen viel besseren Handlungsspielraum haben als die meisten Menschen. Und das sind die Menschen, die Häuser besitzen, die viel Geld haben. Wir haben gerade gesehen an der Schweizer Stichprobe, das sind auch die Menschen, die viel konsumieren. Das heißt, wenn man jetzt hier ansetzen würde und sagen würde, du hast eine Zukunftsverantwortung und du interessierst dich doch für deine Enkelkinder und für deren Zukunftsperspektiven, dann glaube ich, könnte man auch mit Kommunikation viel bewirken. Also hier könnte man eigentlich sehr, sehr effizient Interventionstechniken, Maßnahmen, Kommunikation einsetzen. Vergessen die aktiven BürgerInnen, die politische Maßnahmen einfordern und unterstützen. Das ist ganz wichtig, vor allem auch mit Blick auf die Energiewende, das heißt der Einstieg in erneuerbare Energien. Das ist ja, wird ja bedeuten, dass Landschaftsbilder sich auch verändern. Wir werden sehr viel mehr Windräder sehen in der Zukunft und sozusagen da mit zu überlegen, wie kann man die Menschen da mitnehmen, sodass sie das auch dass sie sich identifizieren können und das als ein großes Klimaschutzprojekt sehen. Das, finde ich, ist eine wichtige Aufgabe, mit der man sich stärker befassen sollte, wenn man also viel Impact und Unterstützung der Veränderung erreichen will. Ja, als Wählerin, als Teilnehmende an Bürgerräten, als Nischenakteure kann man allein oder gemeinsam Neues ausprobieren, lokal Veränderung bewirken. Worauf ich nochmal hinaus will, jetzt hier am Schluss, weil eigentlich der Psychologie immer so der individuelle Konsumierende zugeschoben wird und das mangelnde Bewusstsein und wie bringen wir die Menschen dazu, doch den Verzicht für sich zu entdecken? Ich würde sagen, eigentlich passt in die Erzählung hier für die vielen Rollen und für die vielen Dinge, die notwendig sind, Handlungsweisen, die notwendig sind, nicht das Narrativ vom Verzicht, sondern wir brauchen eigentlich Mut, wir brauchen Neugier, wir brauchen Lust auf Veränderung und wir brauchen auch Vertrauen, dass Veränderung gelingen kann, gemeinsam mit anderen. Das sind eher so die Schlüsselkonstrukte, die ich hier jetzt mal ins Spiel bringen möchte. Also bitte nicht immer mit Kommunikation und Überzeugungsarbeit beim individuellen Konsumenten, der individuellen Konsumentin ansetzen. Das wäre meine Hauptbotschaft. Vielen Dank.
Wir haben zu danken, Ellen. Und ihr seht es ja auch in der Präsentation gerade noch. Es ist Zeit für Fragen. Also ihr könnt den gleichen Link benutzen, den ihr auch gerade schon zum Abstimmen verwendet habt. Und falls euch jetzt gerade etwas im Kopf rumgeht oder auch ihr einen Kommentar habt oder einfach eine Anmerkung habt, die wir gerne auch aufgreifen sollen, dann öffnet jetzt auf Mentimeter das Q&A. Das könnt ihr von jeder Folie aus öffnen. Und ja, tippt einfach eure Frage ein und wir versuchen so viele wie möglich davon zu beantworten nach unserem zweiten Input. Und den bekommen wir von Professor Michael Brüggemann. Er ist Kommunikationswissenschaftler an der Uni Hamburg und er hat uns top aktuelle Forschungsergebnisse unter anderem zur letzten Weltklimakonferenz mitgebracht und noch ein paar weitere Infos und damit übergebe ich auch schon direkt das Wort an dich, Michael. Viel Spaß. Ja. Hallo und vielen Dank für die nette Begrüßung. Ich freue mich, heute dabei zu sein und ich versuche jetzt erstmal meinen Bildschirm zu teilen. Und auch den Präsentationsmodus zu erreichen. Erfolgreich. So, sieht man jetzt die Folien so, wie man sie sehen soll? Ja, ist perfekt. Super. Ich freue mich auch auf die Diskussion nachher, wo ich auch noch gerne was zu dem Vortrag ergänzen würde. Und das hat mich auf einige Ideen gebracht. Aber jetzt erzähle ich erstmal etwas aus unserer Forschung, was sich wirklich sehr gut ergänzt zu dem, was wir auch schon gehört haben, weil es eine Reihe von Umfragen ist unter der deutschen Bevölkerung, die wir immer rund um Klimagipfel schon seit 2015 gemacht haben, wo wir uns gefragt haben, zum ersten Mal eben bei dem großen Klimagipfel von Paris, was kommt davon eigentlich bei der Bevölkerung an und welche Rolle spielen dabei die Medien? Als Kommunikationswissenschaftler und Journalismusforscher interessiere ich mich natürlich für die Medien. In der Befragung wird aber auch jetzt sehr viel anderes noch mit drin sein. Und ich sollte auch erwähnen, dass das ein großes Projekt ist, das heißt Down to Earth, und da arbeiten noch andere mit und aktuell an dieser Präsentation auch Anne Reif und Lars Günther an dieser Befragungsreihe. Aber erstmal zu den Medien. Ist es wirklich so, dass zurzeit die Aufmerksamkeit für den Klimawandel höher ist als jemals zuvor in den Medien? Das denken Journalisten, Journalistinnen, sagen das zu mir immer, dass das so sei. Ist aber nicht so. Wir hatten, das sind jetzt nicht Daten von uns, sondern von dem Team um Max Boykow. Wir hatten in den frühen 2010er Jahren schon mal eine Zeit, wo die mediale Aufmerksamkeit für Klimawandel höher war als heute. Allerdings ist es so, dass es zwei schöne Aufwärtstrends gibt. Einmal 2018-19. Das ist also in Deutschland Dürre, Trockenheit, Wärme und Fridays for Future kombiniert hat zu einem wirklich steigenden Aufmerksamkeit geführt. Und jetzt nochmal, jetzt gerade der Klimagipfel, wo die auch nach oben gegangen ist. Wir sehen hier im Bild noch die weltweite Aufmerksamkeit für das Thema in verschiedenen Medien, in verschiedenen Kontinenten. Mir geht es aber jetzt, weil unsere Befragung ja in Deutschland gespielt hat, um Deutschland. Und da haben wir selber ein Tool, das heißt Online Media Monitor. Das können Sie auch auf unserer Website der Universität Hamburg nachschauen. Und da kann man noch etwas genauer schauen, wie die Aufmerksamkeit in auch unter anderem in deutschen, ausgewählten deutschen Online-Medien rauf und runter geht. Und einerseits sieht man da das Gleiche wie in dem anderen Tool. Das ist ja auch gut so, dass sich verschiedene Messungen das Gleiche ergeben, nämlich dass es jetzt nochmal ordentlich raufgegangen ist zu dem aktuellen Klimagipfel und dass es 2019 auch schon mal raufgegangen ist, die Aufmerksamkeit. Und wenig überraschend durch Corona wurde die Aufmerksamkeit zwischendrin, ist ja auch schon mal ganz schön runtergebrochen wieder. Also es geht in letzter Zeit nach oben, aber wir brauchen keinen, es gibt keinen Grund, dass wir uns zurücklehnen, weil es immer so war, dass bei den Gipfeln, bei den UN-Gipfeln kurz die Aufmerksamkeit sehr hoch war und danach wieder runtergegangen ist. Und besonders krass war das 2015 nach dem Paris-Gipfel, ist die mediale Aufmerksamkeit unheimlich nach unten gesunken und zwar nicht nur kurzfristig, sondern im Grunde einige Jahre lang, also nicht,
und ist jetzt erst wieder raufgegangen. So, und wenn wir aber jetzt mal schauen, wie hoch ist denn diese super hohe Aufmerksamkeit, die wir gerade haben, dann zählen wir tatsächlich aus, wie viel Prozent der Artikel erwähnen denn das Wort Klima und seine Synonyme. Welche erwähnen das auch nur? Und dann sieht man, okay, diese super Gipfel der Berichterstattung hier auf tagesschau.de ist 5%. Also, dass wir mal über 5% der Artikel da gekommen sind in einer Woche, das ist auf Wochen gerundet, das ist dann schon der Gipfel der Aufmerksamkeit, während so durchschnittliche Aufmerksamkeit in den Medien zwischen 2 und 4% der Artikel erwähnen das Wort auch nur. Das sind nicht die Artikel, wo es wirklich um Klimawandel intensiv geht, sondern die erwähnen das nur. Der Anteil der Artikel, wo es wirklich um Klimawandel geht, zeigt eine andere Studie, ist 0,5%. Jeder 500. Artikel in Süddeutsche Zeitung und FAZ, das ist die Studie, von der ich rede, beschäftigt sich wirklich mit dem Klimawandel. Es ist eine Wertfrage, ob man denkt, dass das genug ist. Und diese Bewertung überlasse ich Ihnen. Aber kommen wir jetzt zu dem Befund zurück, dass dann die Momente, wo die Medien wirklich Aufmerksamkeit auf das Thema Klimawandel richten, außerhalb von Naturkatastrophen, sind die Klimagipfel der UN. Und so kamen wir auf unsere Befragungsstudie, dass wir wissen wollten, beim Gipfel in Paris, da haben wir eine Panelstudie gemacht, das heißt wiederholte Befragung mit den gleichen Menschen, vorher, während des Gipfels, nach dem Gipfel. Wie haben sich das Wissen, die Einstellungen der Menschen entwickelt und wurden sie eigentlich durch die Medienberichterstattung erreicht? Und dann haben wir diese Befragung wiederholt in den Jahren danach, zuletzt eben jetzt zum Gipfel in Glasgow. Das war dann aber keine Panelbefragung mehr, weil es nicht dieselben Leute waren, sondern nur eine Wiederholungsbefragung. Ganz kurz nur zu der alten Studie, die haben wir auch ein schönes Paper veröffentlicht, das Sie auf meiner Webseite auch direkt vorfinden, wenn Sie keinen Zugang zu Nature Climate Change haben. Und da war der zentrale Effekt, erstens mal, wir waren erstaunt, dass sich so wenig getan hat. Der Gipfel von Paris war ja eine große Sache. Die Medienberichterstattung war enorm. Die Leute haben auch was in den Medien mitbekommen. Aber es ging an ihnen vorbei. Sie haben nicht drüber geredet, sie haben sich damit nicht weiter beschäftigt. Sie haben nichts über Klimapolitik gelernt während des Gipfels oder nur sehr wenig, keine wenig Hintergrundwissen gelernt. Und sie waren nachher auch nicht irgendwie mobilisierter. Also sie haben nicht nachher gesagt, hey, wir müssen uns für Klimawandel engagieren oder Deutschland soll ein Vorreiter sein oder solche Sachen haben wir gefragt, sondern sie waren einfach optimistischer. Da war das mal was anderes. Wir haben ja schon gehört, man soll die Leute nicht irgendwie mit Katastrophen, Horrorszenarien die ganze Zeit konfrontieren. Aber wenn alle sich die Hand geben, in die Kamera lächeln und sagen, hey, super, wir haben es geschafft in Paris, alle waren sich einig, jetzt lösen wir das Problem. Nachher dachten die Leute tatsächlich, die Politik schafft, das Problem zu lösen. Und Deutschland braucht weniger als vorher eine Vorreiterrolle einzunehmen. Und selber, das war auch das gleiche Level, wo sich Menschen persönlich dafür zuständig gefühlt haben. Deshalb haben wir geschrieben, Appeasement-Effekt war der Effekt. Insgesamt waren überhaupt nicht viele Effekte von diesem Gipfel ausgegangen im Hinblick auf Wissen und Einstellungen über Klimawandel. Das war erstaunlich, dass es so stabil war. Aber wenn es einen Effekt gab, der signifikant war, dann war das eben dieser Appeasement, so eine Art Beschwichtigung statt Mobilisierung für Klimaschutz. So, jetzt ist aber spannend, was ist in den Jahren danach passiert. In den Jahren danach ist einiges passiert. Vor allem Greta Thunberg und Fridays for Future, aber auch Dürren, Trockenheit, jetzt zuletzt die Flutkatastrophe. Wie sieht es also aus? Sind die Leute jetzt engagierter? Sagen sie, dass sie engagierter sind? Wir haben sie ja nur, ist ja nur eine Befragung, also wir können nur davon reden, was die Leute uns gesagt haben. Und haben sie was gelernt? Das können wir recht gut sagen, weil wir tatsächlich Wissensfragen, wir haben sie ein bisschen abgefragt, machen wir mit ihnen nachher. So, das ist relativ repräsentativ für die deutsche Bevölkerung. Relativ sage ich, weil es rein statistisch nicht so ist, weil wir ein Online-Panel benutzen, aber ein großes Online-Panel mit 100.000 Teilnehmern, aus dem zufällig die Menschen ausgewählt werden. Das ist repräsentativ, nach Geschlecht, Alter und Bildung die deutsche Bevölkerung abgebildet.
Also nicht so schlecht, aber nicht perfekt, die Vorgehensweise aus methodischer Sicht. Und was finden wir raus für den aktuellen Gipfel? Ja, die Leute haben was mitgekriegt in den Medien. Dass die gar nichts davon gehört haben, ist zum Glück nur noch 16% der Bevölkerung. Und wo haben sie etwas mitgekriegt? Nicht auf Social Media, also schon auch viele, aber hauptsächlich Public TV, also öffentlich-rechtlicher Rundfunk, ist die wichtigste zentrale Quelle nach wie vor. Wir sehen aber schon, soziale Netzwerke sind auch wichtiger geworden und sind natürlich angestiegen. Das hat uns jetzt nicht überrascht, dass die Nutzung von sozialen Netzwerken ansteigt. Aber ich gehe wieder zurück, 70% öffentlich-rechtliches Fernsehen. Also denken Sie nicht, dass sich die Deutschen hauptsächlich über soziale Netzwerke, über solche Dinge wie den Klimagipfel informieren. So. Und was sich gegenüber Paris wirklich geändert hat, ist, dass das jetzt ankommt am Abendbrotstisch der Familien. Fast jeder Zweite sagt uns, es wurde darüber geredet, mit der Familie, mit Freunden, mit Kollegen. Und genau, jeder Zweite hat auch nicht drüber geredet. Aber ja, das kann man halt schon mal sagen, das ist doch ganz schön viel dafür, dass das so ein politischer Event war, der da irgendwo in Glasgow war und der auch sehr kompliziert und weit weg war. Und man sieht, dass das tatsächlich auch zugenommen hat. Also hier sieht man jetzt jeweils diese Liniendiagramme. Da sehen Sie dann immer, wie hat das über die Gipfel bis heute zugenommen. Und wir sehen, die Anteil der Menschen, die darüber geredet haben, also Communicative Engagement nenne ich das hier, der hat wirklich zugenommen, massiv zugenommen seit Paris. Da hat sich was getan. Andere Sachen so ein bisschen stabil. Es werden noch einige Linien, die ich zeige, relativ gerade bleiben, aber hier hat sich was getan. Bei den Linien, die erstaunlich gerade bleiben, und das passt jetzt gut zum Vortrag vorher, das ist tatsächlich die hohe Aufmerksamkeit für das Problem Klimawandel und für die Wichtigkeit. Es war schon 2015 so und es ist immer noch so, dass wirklich für viele Leute der Klimawandel als wichtiges persönliches Problem wahrgenommen wird. Und die Linie ganz unten, das war unsere schwerste Frage, weil wir da offen gefragt haben oder nicht ganz offen gefragt. Wir haben gefragt, was sind die zwei wichtigsten Probleme, denen sich Deutschland gegenüber sieht? Und eine Liste, lange Liste von verschiedensten Problemen gehabt. Also auch sowas wie Klassiker wie Arbeitslosigkeit, Einwanderung. Und zuletzt hatten wir dann auch noch Covid reingenommen. Und wir sehen, dass also von diesen zwei wichtigsten Problemen der Klimawandel am Anfang nur bei 15% stand und jetzt bei 41% und dass Covid in unserer Befragung genauso hoch war. Das hat sich jetzt wahrscheinlich die letzten Wochen schon wieder geändert, da ist Covid wieder wichtiger geworden, nehme ich mal an. Aber da geht es nach oben, da ist tatsächlich was passiert in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit. Und was dagegen stabil bleibt, ist so die Randgruppe, die Zweifel hat. Also die liegt unter 20%. Und das sind auch keine Leugner alles. Die Gruppe der Klimaleugner, also die wirklich sagen, das gibt es gar nicht, die ist verschwindend gering in Deutschland. Aber es gibt schon so knapp unter 20% und das bleibt relativ stabil. Die sagen, das ist alles gar nicht so sicher, ob es überhaupt den Klimawandel gibt. Und die Wissenschaftler vielleicht übertreiben die das auch. Also so, wir haben hier tatsächlich nach Zweifeln gefragt, nicht nach Abstreiten und Leugnung, weil genau das kommt einfach relativ selten vor. Aber diese Zweifel gibt es und in einer kleinen, aber stabilen und nicht kleiner werdenden Randgruppe. Und wir haben diese große Mehrheit, die sich sicher ist, dass es irgendwie dass der Klimawandel da ist, existiert, menschengemacht ist. Das war von Anfang an relativ hoch in Deutschland und ist auch stabil. Relativ hoch. Also insofern sind so ganz grundlegendes Wissen über den Klimawandel, nämlich dass er überhaupt existiert und dass die Menschheit damit was zu tun hat, ist die gute Nachricht doch, dass es das gibt. Und jetzt gehe ich aber tiefer rein im Wissen über Klimapolitik. Weil wir haben ja jetzt vorhin im Vortrag gehört, Wissen ist jetzt vielleicht nicht für alle Entscheidungen wichtig, aber für politische Entscheidungen. Da möchte ich jetzt nochmal ausholen, warum wir eigentlich in der Demokratie sind. Ja, weil wir dann doch denken, dass die Wahlentscheidung von Menschen irgendwie, dass Menschen irgendwie in der Lage sind, Politik zu bewerten und dann zumindest bei der Wahl ohne einzuschätzen. Wenn wir dieser Meinung nicht sind, dann brauchen wir auch keine Demokratie. Das heißt, es ist doch ganz wichtig, dass wir bei diesen politischen Entscheidungen, dass Leute irgendwie ein bisschen verstehen,
um was es geht und es ein bisschen einschätzen können, um einfach zu sehen können, ja, wo liegen denn meine Interessen? Wen wähle ich denn jetzt? Und da haben wir auch auf Hintergrundfragen geschaut. Und jetzt kommt gleich die Zeit für das Menti. Ich sage jetzt erstmal hier, was die deutsche Bevölkerung dieses Jahr gesagt hat. Wir haben also gefragt, wir haben gesagt, okay, CO2-Emissionen sind die zentrale Ursache des Klimawandels. Welches Land hat denn die niedrigsten Emissionen? Und zur Auswahl standen Deutschland, die USA, Indien und Katar. Welches hat die niedrigsten Emissionen? Und die korrekte Antwort haben 12% der Bevölkerung gewusst. Und Sie sollen nicht, wir haben den Leuten, und das sage ich Ihnen jetzt auch, bitte raten Sie nicht, sondern sagen Sie, kreuzen Sie nur an, wenn Sie es wissen. Sonst können Sie auch Nichtwissen ankreuzen im Menti. Das weiß ich jetzt gerade nicht, ob wir die Nichtwissen-Option da haben. Wir haben die Nichtwissen-Option. Ich schalte mich gerade mal hier dazu, denn ihr seht jetzt im Livestream wieder hoffentlich gleich einen Menti-Link eingeblendet. Das ist aber auch einfach der gleiche, den ihr schon verwendet habt. Und falls ihr da wieder rausgegangen seid, könnt ihr da gerne wieder reingehen. Wie gesagt, um abzustimmen bei der Frage und natürlich, um auch selber noch Fragen zu stellen. Und an dieser Stelle vielleicht auch noch ein kurzer Hinweis an dich, Michael. Der Ton war zwischendrin immer ein bisschen stockend. Vielleicht kannst du noch mal in die Mikrofoneinstellungen gucken. Also man hat trotzdem 90-95% super gut verstanden, aber vielleicht hat sich da einfach irgendwie dann doch noch was umgestellt und währenddessen stimmen die Leute hier fleißig ab und ich glaube, es liegt ein bisschen richtiger als im jetzt in der repräsentativen Untersuchung. Ganz aber, klar, nur mal gerade zum Mikrofontest, wenn ich hier drauf klopfe, dann hört man das schon sehr laut, oder? Eben nicht, deswegen. Aha. Könnte es sein. Na, dann ist aber dieses tolle Mikro, was hier steht, was so ein bisschen wild sehen, wahrscheinlich ausgeschaltet, sondern es ist irgendein internes Mikro des Laptops. Gut, dann versuche ich das mal gerade zu klären und in der Zeit können Sie ja dann hier etwas mehr Zeit sich für das Menti nehmen. Dazu muss ich aber, ich fürchte, ich muss die Wiedergabe der Präsentation stoppen. Indessen, ich finde es ganz toll, wie viele schon abgestimmt haben und dass auch schon ein paar Fragen für die Diskussion gleich reingekommen sind. Macht da gerne noch weiter und ihr könnt auch gerne selbstständig zur nächsten Wissensfrage jetzt schon weiterschalten, wenn ihr möchtet, wenn ihr gerne schon die Fragen schneller abstimmen möchtet, falls ihr schon fertig seid. Und dann würde ich einfach mal fragen, wie es denn aussieht, Michael. Ja, tatsächlich ist der Ton jetzt plötzlich besser geworden. Es hat sich tatsächlich die Einstellung des Mikrofons von selber umgestellt. Sieht man jetzt wieder die Präsentation erstmal groß? Ja, sieht man groß und hört sich jetzt auch besser an. Ein Klassiker, der mir auch des Öfteren passiert. Dann will ich dir gerade mal kurz die Ergebnisse von der Frage durchgeben. Es gibt einen ganz klaren Favoriten, also es standen ja zur Auswahl Deutschland, USA, Indien, Katar und die Weiß-ich-nicht-Option. Indien ist mit 66% ganz weit vorne als Land mit geringstem CO2-Ausstoß pro Einwohner. Darauf folgt tatsächlich Katar mit 14%, 10% für Deutschland, 1% für die USA und 9% sind sich nicht ganz sicher bzw. wissen es nicht. Ja, das heißt, 66% haben das richtig. Herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich über die Zuhörer hier, Zuschauerinnen. Bei den deutschen Gesamtbevölkerung haben das nur 12% gewusst, dass Indien das Land mit den niedrigsten Pro-Kopf-Emissionen ist. Und die Leute denken, das sei tatsächlich Deutschland. Die Leute denken immer noch, wir hätten eine Vorreiterrolle. Wir seien besonders super, weil wir sind so sauber und so. Sind wir aber nicht als reiches Land. Wir sind zwar besser als die USA, sind wir schon, da können wir uns auf die Schulter klopfen, aber das ist auch alles. Katar ist noch viel schlimmer, oder Katar habe ich gerade nicht so im Kopf, ehrlich gesagt, ist auch sehr hoch, weil das ja auch eben ein reiches, emittierendes Ölland noch ist. Aber das mit Indien war eigentlich eben ein einfaches Hintergrundwissen, was aber nicht gewusst wurde.
Weil das muss man einfach, ja, wenn man Klimapolitik bewerten will, dann muss man doch verstehen, dass jetzt Länder wie Indien einfach ganz viele Menschen ganz wenig ausstoßen immer noch. Und wir relativ viel. Das heißt, wir sind in der Verantwortung, etwas zu tun und sehr viel Geld, wenn wir nicht selber was tun, dann sehr viel Geld zu überweisen oder irgendwas. Also wir können nicht sagen, wir sind hier irgendwie besonders gut. So, und die zweite Politik-Hintergrundfrage war, hat die Menschheit insgesamt eigentlich ihre Kohlendioxidemissionen reduziert? Und da können Sie auch das Menti aufmachen und ich sehe gerade die Antwortalternativen gar nicht mehr und nochmal die vorlesen, bitte. Sehr, sehr gerne. Es gibt einmal die Alternative, die weltweiten CO2-Emissionen sind seit 1990 um etwa ein Drittel zurückgegangen. Dann die Alternative, die weltweiten CO2-Emissionen liegen heute ungefähr über die Hälfte höher als 1990. Dann die weltweiten CO2-Emissionen sind heute nach dem Verbot von FCKWs praktisch auf Null gesunken. Die weltweiten CO2-Emissionen sind heute ungefähr 100 Mal so hoch wie 1990 ist Option D dann. Und die letzte Option ist, weiß ich nicht. Und auch da zeichnet sich ein relativ eindeutiges Bild schon mal wieder ab. Und ich würde es auch, wenn gerade die Leute noch abstimmen, schon mal vortragen, da ändert sich, glaube ich, nicht mehr viel. 60% sagen, die weltweiten CO2-Emissionen liegen heute ungefähr über die Hälfte höher als 1990. Darauf folgen 24%, die sagen, dass sie um ein Drittel zurückgegangen sind. 11%, die mittlerweile 12%, die glauben, dass sie ungefähr 100 Mal so hoch sind wie 1990. 7% wissen es nicht und 0% sind sich sicher, dass FCKWs relativ wenig mit CO2-Emissionen zu tun haben. Ja, sehr gut. Also auch da sind die Zuhörer besser, aber man hat gemerkt, auch hier ist das Wissen nicht so ganz sicher drin. Tatsächlich ist es so, und es ist, wir hatten die Frage 2015, da haben wir gesagt, deutlich über 50% gestiegen. Jetzt müsste man leider sagen, so eher 60%. Es ist also nochmal deutlich angestiegen, auch seit 2015, seitdem wir die Frage formuliert haben. Wir hatten dann ungefähr, deshalb haben wir die Frage so gelassen. Ja, und von der deutschen Bevölkerung hat das nur 22% gewusst. Und wir müssen davon ausgehen, dass auch einige es richtig geraten haben dann trotzdem. Also es fehlt einfach an Hintergrundwissen. Und wenn man das Hintergrundwissen nicht hat, dann sieht man auch nicht, kann man nicht einschätzen, ob wie groß die Handlungsnotwendigkeit ist, wie groß unsere Verantwortung ist, als Staat oder auch als Individuum da tätig zu werden. So, und wo man jetzt hoffen könnte, dass die Menschen was lernen über die Zeit, wurde diese Hoffnung leider enttäuscht, weil das Wissen bleibt niedrig bei diesen Hintergrundinformationen. Bei manchen Sachen ist es sogar runtergegangen, was die Bedeutung des Begriffs Mitigation betrifft. Also wir hatten hier ganz noch verschiedene Wissensfragen gestellt. Da will ich jetzt vielleicht nicht in jede Frage reingehen. Aber nur das Emissionshandel, was das eigentlich ist, da haben die aber auch nichts gelernt, sondern haben sie nur was wieder gelernt, was sie 2015 schon mal wussten. Es gibt also ein Problem mit grundlegendem Wissen und Verständnis für Klimapolitik. Und das hat vielleicht was damit zu tun, was ich vorgesagt habe, dass es eben keine kontinuierliche Berichterstattung über das Thema gibt, sondern nur zu den Klimagipfeln und dann immer noch nicht besonders intensiv, abgesehen jetzt mal wirklich von dem Tag, wo der Gipfel anfängt. Da ist natürlich die Berichterstattung viel höher. So, und das schauen wir uns jetzt genauer an oder wir schauen uns noch ein paar andere Sachen an, die aber auch interessant sind, weil wir haben jetzt gehört, okay, die Leute wissen nicht so viel, aber immerhin sagen sie doch, dass sie den Klimawandel bei ihrer Wahlentscheidung berücksichtigen. Und auch das ist substanziell schon gewesen. 2015 waren das 38%, jetzt 43% haben uns gesagt, bei ihrer Wahlentscheidung haben sie das berücksichtigt. Jetzt müssen wir nur das vor dem Hintergrund bewerten, dass die Leute ja gar nicht so viel über Klimapolitik wissen. Da kann man also die Frage stellen, sie sind der Meinung, es berücksichtigt zu haben in ihrer Wahl, aber haben sie es denn, wenn sie doch viele grundlegende Dinge gar nicht wussten? Das
kann natürlich auch jeder selber beurteilen, da will ich kein Urteil darüber abgeben, welche Wahlentscheidungen jetzt da wirklich klimafreundlich waren und welche nicht. Aber 43% der Menschen dachten, sie haben das gemacht. So, die Leute sagen auch, sie haben zunehmend in ihre eigenen Ernährungsgewohnheiten die verändert und genau, auch einige andere Variablen steigen so langsam an. Also das ist ganz schön, dass wir doch sehen, dass die Menschen sagen uns jedenfalls, sie hätten schon sehr stark ihr eigenes Handeln verändert und inklusive zumindest des Wahlverhaltens. Relativ weit unten ist noch das härtere politische Engagement, sich irgendwie in politischen Initiativen und Gruppen dauerhaft zu engagieren, das zunehmend zu machen. Das sagen nur 10% und das ist auch nicht groß anders geworden. Ja, also, Zwischenfazit, sagen die Leute, engagieren diese Leute sich zunehmend? Ja, sie machen das, sie reden drüber, aber sie engagieren sich auch selbst. Haben Sie was gelernt, Ihr Wissen erweitert über Klimapolitik? Nein, haben Sie nicht. Und warum ist das so? Kann ich jetzt natürlich nur spekulieren mit den Daten, aber ich habe schon gesagt, okay, die Klimaberichterstattung war nicht besonders intensiv, nicht besonders hoch. Und wie sind die Einschätzungen der Klimaberichterstattung? Und da sind die Leute doch erstaunlich kritisch. Also wir hatten jetzt diese verschiedenen Aussagen Ihnen vorgelegt. Die Berichterstattung ist ausgewogen, ist sachlich korrekt und so weiter. Meine Folien sind hier übrigens alle auf Englisch, weil das in Präsentationen bei uns in der Regel so ist. Es sind einfach internationale Studierende und ein internationales Publikum, wo ich das normalerweise vortrage. Deshalb muss ich das hier übersetzen. So, und die grünen Balken sind, wo die zugestimmt haben, ja, hier die Berichterstattung ist zum Beispiel ausgewogen. Überwiegend oder vollständige Zustimmung waren leider nur 27%. Genauso, dass sie sachlich korrekt ist, dass sie unabhängig ist, dass sie die richtigen Prioritäten setzt. Das ist alles recht niedrig. Und nur bei dem Item, wo wir gesagt haben, ja, es wird zu wenig berichtet über die Verhandlungen, da haben jetzt 43 oder einmal 45% zugestimmt. Also doch ein recht ernüchternde kritische Sicht auf die Medien. Und was wir jetzt aber als gute Nachricht da für die Journalisten und die Medien dabei haben, ist, dass diese negative Sicht langsam abnimmt. Also der Anteil der Leute, die denken, dass die Medien doch die Wirklichkeit korrekt widerspiegeln, ausgewogen und sachlich sind, der steigt so langsam an. Es tut sich aber nichts bei der Feststellung von über 40 oder nur wenig, bei über 40% der Leute, die meinen, es wird zu wenig berichtet. Und wir haben jetzt nur über Medien geredet. Das ist eigentlich ziemlich blöd, weil natürlich Medien ist ja von der Bild-Zeitung bis zur ARD alles und Social Media auch. Die Leute unterscheiden das nicht groß in so Befragungen. Und da haben wir dann jetzt, das ist jetzt noch sehr vorläufig, haben wir mal ausgewertet, wie sich da Vertrauen in und Einschätzung von unterschiedlichen Medien von denen bei den Nutzern unterscheiden, die intensiv nutzen. Und da sehen wir, es gibt nur einen statistisch signifikanten Unterschied und das ist bei dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dem die Leute eher als ausgewogen, sachlich und unabhängig einschätzen. In der Einschätzung, dass zu wenig berichtet wird, sind sich alle Nutzer aller Medientypen einig. Und nur das nochmal als Hintergrundinformation. Insgesamt ist das Vertrauen in die Medien recht niedrig, aber es steigt immerhin an. Das sehen wir auch in anderen Befragungen, die wir nicht selber gemacht haben, dass das Vertrauen ansteigt seit 2015. Es steigt aber bisher nur so auf 30% an. Das sind jetzt wieder alle Medien zusammengenommen. Noch 10% niedriger ist das Vertrauen in die Politik beim Thema Klimapolitik. Und sehr hoch ist das, oder jede zweite vertraut der Klimawissenschaft beim Thema Klimapolitik hier. Das muss man also nochmal im Kopf haben, wenn es auch darum geht, was können denn jetzt Politiker beeinflussen und Medien, wenn die Politiker, denen keiner, nur 20% der Menschen trauen, dann ist das natürlich ein Problem. Jetzt können wir aber nicht sagen, das Vertrauen ist ein Problem, denn beim Thema Klimapolitik kann man ja auch diskutieren, wie vertrauenswürdig war denn die Klimapolitik in den vergangenen 20 Jahren.
Ich komme also zum Schluss so langsam, mal zusammenfassend, was haben wir jetzt da gelernt? Wir sehen ein zunehmendes Engagement der Bevölkerung, ein kommunikatives erstmal, dass sie darüber reden, dass sie sich damit beschäftigen, dass sie in den Medien was mitbekommen, aber auch ein Engagement als Konsumenten, als Konsumentinnen, die zunehmend sich anders sagen, jedenfalls, sie würden sich anders ernähren und sie würden auch das bei ihrer Wahlentscheidung berücksichtigen. Eine kritische, immer noch sehr kritische Wahrnehmung der Medienberichterstattung. Es wird nicht genug berichtet, es wird nicht sachlich und ausgewogen berichtet. Die gute Nachricht für Journalisten, Journalistinnen ist, dass die Medien langsam an Vertrauen zurückgewinnen. Allerdings vor allem gilt das für das öffentlich-rechtliche Fernsehen, weshalb es auch so wichtig ist oder weshalb man sagen kann, ja, die machen auch schon was richtig. Und weshalb es aber auch so wichtig ist, dass die weiter intensiv über Klimapolitik berichten. Aber wir haben auch vor Augen, insgesamt ist das stets um das Vertrauen in Politik und Medien bei diesem Thema nicht so besonders gut, im Gegensatz zu einem stabilen Vertrauen in Klimaforschung. Deshalb ist natürlich die Wissenschaft und Wissenschaftlerinnen sind auch Schlüsselkommunikatoren für die Kommunikation dieses Themas. Aber wir bewegen uns jetzt hier ja nicht nur in dem naturwissenschaftlichen Thema Klimapolitik. Ein Klimamodellierer, meinetwegen bei uns am Exzellenzcluster, der kann ja nicht sagen, welche Klimapolitik in Deutschland gemacht werden soll. Der kennt sich oder die kennt sich mit Klimapolitik im Zweifel ja nicht so besonders gut aus. Es kann ja vielleicht eher ein Klimapolitikwissenschaftler sich da besser auskennen. Das ist das eine, dass man bei politischer Kommunikation einerseits auch schauen muss, wer sind da, wo ist da die Fachkompetenz. Aber das Zweite ist, bei politischer Kommunikation geht es um Werte, geht es um das, was wir wollen. Und da spielt jetzt nicht nur die Vertrauensfrage eine Rolle, wem vertrauen denn die Leute, sondern wir alle sind gefragt, uns klimapolitisch zu äußern, inklusive Wissenschaftler, aber nicht in erster Linie die Wissenschaftler, sondern natürlich jeder Bürger als Bürger, als Bürgerin, die wählen kann und hier in dem Staat an der Politik teilnimmt, kann und sollte an politischer Kommunikation teilnehmen. Ja, vielen Dank für Ihre und eure Aufmerksamkeit und ich freue mich jetzt auch auf die Diskussion. Ja, auch von mir vielen, vielen Dank für diesen Input und wirklich diesen Ausblick auf top aktuelle Ergebnisse im Kontext von auch mehreren Jahren Klimaberichterstattung. Das finde ich wahnsinnig spannend, das irgendwie mal so gemeinsam zu sehen. Und ich würde dann auch einfach Ellen nochmal mit auf die Bühne holen. Wir haben nämlich einige Fragen, wie gesagt, reinbekommen. Wir haben jetzt noch ein bisschen weniger als 10 Minuten Zeit und deswegen würde ich das Ganze ein bisschen knackiger halten. Es kamen sowohl Fragen an Sie jeweils einzeln rein, wie auch Fragen an Sie gemeinsam. Ich würde mal mit 2 Einzelfragen starten und dann noch vielleicht 1, 2 gemeinsame Fragen hinten dran schieben, je nachdem, wie viel Zeit wir haben. Und ich würde gern mit dir anfangen, Michael, weil eine ganz konkrete Frage reinkam, die auch zur Veranstaltung, die auf unsere Folge passt, nämlich, was halten Sie von Formaten wie Klima vor 8? Es wirkt ja eher so, als bräuchte es mehr Durchsetzung statt neuer Sonderformate. Ja, also da ist meine Antwort ganz klar, sowohl als auch. Also man braucht diese Sonderformate, damit einfach der Sendeplatz da ist, damit da was blockiert ist. Wenn etwas blockiert ist für die Ablesung der Lottozahlen oder der Börsenkurse, dann wird das auch gefüllt. Aber das andere ist, der andere Punkt ist, es braucht genauso so die Wahrnehmung von Klimawandel und Klimapolitik als Querschnittsthema. Dass dann, wenn ich irgendwie über andere Sachen berichte, über tolle Reisen berichte oder über das Steuersystem berichte, dass ich dann auch darüber nachdenke, was ist die Klima- oder Nachhaltigkeits-, andere Nachhaltigkeitsprobleme gibt es ja auch noch. Was ist der, dass man das in diese Berichterstattung auch reinbringt? Sehr spannend. Und ich möchte Ellen dich natürlich gar nicht außen vor nehmen, falls du zu einer Frage, die eigentlich an Michael gestellt wurde, noch was sagen möchtest, dann ergänz gerne. Aber hier kam eine Frage rein, die sehr gut zum Ende von deinem Input passt. Nämlich, wie kann man, wenn man genau dieses positive Narrativ nun vertritt und sich politisch einsetzt, mit Negative Campaigning umgehen und verbalen, rhetorischen Attacken?
Und dann stand noch hinten dran, ich denke dabei an den Wahlkampf der Grünen, also die ja auch diese Bereit, weil ihr seid Kampagne hatten und dann unglaublich viel Gegenwind auch aushalten mussten. Also ich glaube, da müsst ihr mir nochmal auf die Sprünge helfen. Also Negative Campaigning ist sozusagen ein abgrenzendes Campaigning. Genau, also das stark darauf zielt, die anderen sind schlechter, deswegen wählt uns statt wir sind so toll. Also wenn irgendwie man ja eben mit diesen verbalen Attacken dann auch tatsächlich konfrontiert wird und wenn die Debatte sich sehr stark eben darum dreht, dass man bloß nicht die Grünen wählen sollte als erstes. Ja, also im Grunde genommen, dazu bin ich, glaube ich, zu wenig Politikwissenschaftlerin, dass ich mich dann genau mit solchen Effekten, habe ich mich selber forschend noch nicht beschäftigt, aber ich würde ganz einfach mal davon ausgehen, dass im Grunde genommen, also das ist ja auch das, was die Studie zeigt, die Michael Brüggemann da gerade vorgetragen hat, dass im Grunde genommen es immer ein Problem ist, wenn Leute sich nur sehr oberflächlich mit einer Thematik auseinandersetzen oder vielleicht gar nicht, ne? Weil, also was ich dem entgegensetzen möchte, ist irgendwie, wenn man die Leute einlädt, zum Beispiel zum Klimabürgerrat, wo sie tatsächlich über einen längeren Zeitraum sich Vorträge von WissenschaftlerInnen anhören können und dann gemeinsam miteinander beraten, was könnten denn da politische Maßnahmen sein, die tragfähig sind und die sozusagen auch zu unter 2 Grad oder gar 1,5 Grad beitragen können und gleichzeitig aber auch zumutbar und verhandelbar sind in solchen Gruppen. Das funktioniert ja. Also das finde ich ist ganz faszinierend, dass wir auf der einen Seite wirklich nur immer sehr oberflächlich und teilweise eben auch, wenn ich mir das Fernsehen anschaue, es gibt ja so sogenannte Entrüstungsformate, wo man auch eher versucht, unterschiedliche Sichtweisen aufeinanderprallen zu lassen und dann entstehen Emotionen und das transportiert natürlich nicht das, worum es eigentlich geht, nämlich ein tiefes Verständnis. Also das ist vielleicht auch eine Problematik der Medien und der Ausrichtung auch auf diese Entrüstungsformate in der Politik. Ja, das ist, ich als Psychologin betrachte das, ich finde, das erfüllt mich mit Sorge, ja, wenn dann meinetwegen in manchen Formaten gefragt wird, glauben Sie an den Klimawandel? Und damit im Grunde genommen schon so damit unterstellt wird, dass es eine Glaubensfrage ist, ja. Oder eben diese Problematik, dass man im Sinne einer Ausgewogenheit lange Zeit gedacht hat, man müsse immer jeden Klimawissenschaftler flankieren mit einem Klimawandelzweifler. Ja. Das ist äußerst problematisch. Also das fand ich auch eben interessant in dem Vortrag von Michael Brüggemann ja eigentlich, dass im Grunde genommen, oder sagen wir mal so, die Medien kümmern sich nicht um diesen Aspekt der Politik. Ja, das ist ja gesamtgesellschaftlich von so hoher Relevanz, und dominiert aber weder die Printmedien und auch die Darstellung in den TV-Formaten, finde ich häufig nicht wirklich informativ oder nicht wirklich bildend. Ja, wenn ich da gleich nochmal einhaken darf, das war jetzt im Wahlkampf, hat man das ja gesehen, dass die Grünen hatten zunächst mal recht hohe Zustimmungsraten, die sind runtergegangen, als dieses Negative Campaigning angefangen hat. Und was die Journalisten auch gemacht haben, sie haben die Frames übernommen. Sie haben dann nur noch nach Kosten gefragt in den Triellen. Was kostet das? Was wollen sie verbieten? Und worauf müssen wir verzichten? Sie sind also der Strategie derjenigen, die keinen Klimaschutz wollen, auf den Leim gegangen und sind, oder vielleicht nicht bewusst, natürlich nicht bewusst, aber de facto doch, haben sie statt über die Kosten zu reden des Nichtstuns, also die Kosten, die wir jetzt tragen müssen, weil wir keinen Klimaschutz gemacht haben, wurde geredet über die Kosten, die vielleicht entstehen, wenn man jetzt irgendeinen Klimaschutz macht. Und über worauf müssen wir denn verzichten, Frau Baerbock? Und das ist natürlich, wenn das der Journalismus ist, sich auf diesem Niveau bewegt, dann trägt er nicht dazu bei, dass die Leute was über Klimapolitik lernen oder sich vernünftig ihre Meinung bilden können. Das war auch
quasi schon ein perfektes Schlusswort, das eine weitere Frage noch mit beantwortet hat, nämlich indirekt auch so ein bisschen, was denn irgendwie die Wünsche an Medien und an Politik wären. Auf jeden Fall vielleicht eine Berichterstattung, die weniger auf False Balancing hineinfällt, die weniger über klassische Stolpersteine stolpert, die weniger eben Narrative übernimmt, die halt eben nicht zur Lösung der Krise eigentlich beitragen. Gut, damit ganz pünktlich kann ich nur noch mal sagen, vielen, vielen Dank an euch beide, dass ihr heute dabei wart und diese Veranstaltung mitgemacht habt. Und auch vielen, vielen Dank an alle, die jetzt in ganz Deutschland eingeschaltet haben und entweder zu Hause einfach so zugeguckt haben oder in ihren Veranstaltungen zugeschaut haben. Und ja, seid auch noch die nächsten Tage bei der Public Climate School dabei oder bleibt jetzt einfach im Stream und hört euch noch ein PCS-Klimatalk an zwischen unter anderem Scientists for Future, der Initiative Klima vor 8 und dem Leiter der ZDF-Umweltredaktion. Und damit kann ich nur sagen, macht's gut, tschüss! Okay.